Hallo, liebe Freunde der Solar- und Akkutechnik. Heute mal wieder aus meiner Garage, so ein kleines Update. Wie ja schon, mein Akku wurde ja jetzt komplett zerlegt und als 12 Volt umgebaut und den habe ich jetzt an einen Bekannten weitergegeben. Grüße ihn raus. Und von daher wollen wir mal schauen, was wir jetzt hier machen. Also ich baue meine Anlage jetzt komplett auf Victron Energy um, also auf Victron Technik, und heute schon mal den Laderegler. Und um das System zu testen und ein bisschen Presets schon mal einzustellen, habe ich einen Lithium-Ionen Mini-Powerwall, die ich dafür benutze, erstmal um ein bisschen Leistung aufzufangen und so weiter. Von daher schauen wir uns das ja an und mal gucken, was wir daraus so zaubern können. Ne? Also, bis gleich. So, liebe Freunde, also hier meine PV-Anlage. Solarladeregler, Wechselrichter, ja, Anzeige für den derzeitigen Stromverbrauch, Stromverteilung DC-seitig und hier Stromverteilung AC-seitig. Ich werde jetzt hier das alles mal ein bisschen vernünftig bauen mit einem Sicherungskasten drumherum, den habe ich hier zum Strom zu stehen. Und das hier ist ein kleiner Laderegler, den könnt ihr jetzt vielleicht nicht ganz so richtig sehen. So, hier ist ein kleiner Laderegler von 230 auf 48 Volt, dass ich die Akkus auch mal zwischenladen kann. Der wird hier aber noch angeschlossen und jetzt nehmen wir erstmal den Solarladeregler außer Betrieb. Ja, dafür habe ich schon die PV-Seite getrennt, ja, den Verbraucher halt getrennt, ja, und jetzt trenne ich hier unten gleich an den Sicherungen nochmal DC-seitig. Und dann können wir den schon abmontieren. Und zum Vergleich, diesen kleinen süßen Laderegler von Victron, der macht quasi dann die Arbeit, die er hier auch hat. Er könnte mehr, ja, er könnte 40 Ampere, der kann nur 20, aber die reichen in dem Fall völlig aus, weil hier auf dem Dach habe ich 1100 Watt Peak, das reicht völlig aus. Ja. Also, schauen wir mal weiter. Ja, da sehen wir schon mal den Newton Laderegler, 500 Watt kommen da jetzt gerade runter. Und wenn wir mal hier schauen, ja, zarte 70 Watt werden verbraucht, aber der Akku jetzt, der angeschlossen hat, 56,1 Volt. Ja. Also er ist gut in Benutzung. Zum Akku. Da wären wir. Ja, relativ süß. Es ist jetzt eine quasi eine Mini-Powerwall mit 18650er Lithium-Ionen-Akkus. Ja, wie sie jeder kennt. Da ist auch ein BMS-Modul oben drauf verbaut, das will ich jetzt nicht anfassen, weil es wirklich erstmal nur so rangetimmt ist. Und ja, die Rechnung ist hier relativ klar. Man hat hier 3 Bänke. Genau. Die vierte liegt noch im Auto, da fehlen mir noch ein bisschen die Zellen. Ich habe da größtenteils jetzt gebrauchte und neue Zellen drin, alles mit 2 Amperestunden. Ja, also kann man jetzt quasi die Zellen 14S, ist es in dem Fall, ja, und mal 3 und die dann mal 2 Amperestunden rechnen, dann kommt man irgendwie hinter 80 irgendwas an. Ja, also man hätte dann 80 Wattstunden erstmal hier zur Verfügung. Das ist okay, das kann man erstmal so nehmen als Zwischenspeicher. Ja, aber es ist natürlich jetzt besser, als ich sage mal sowas hier zum Beispiel da zu nehmen, ne? Also von daher, ja, oder hier, also ihr könnt auch hier nochmal einen 48 Volt Akku zusammenbauen, aber das würde halt wenig Sinn machen. In diesem Fall schauen wir mal, wie gut sich der Akku hier macht und ob jetzt, sag mal, der Laderegler von Victron, den neuen, den ich geholt habe, inwiefern man damit arbeiten kann. Also wenigstens für die Zeit, wo ich hier bin und die 2-3 kleinen Geräte, die ich hier benutze oder habe, sollte das reichen. Ja, von daher ist man ja hier auch bei jetzt 50 Watt, ja, auf der Phase, wird hier gemessen. Ja, und Ladung kommt ja erstmal rein. Ja, also von daher geht das erstmal so, ne? Na, dann schauen wir mal erstmal weiter und schließen das hier erstmal alles ein bisschen an. Sieht da auch ein bisschen wild aus hier, kann man denn ja sagen.
Ja, jetzt hier erstmal soweit verkabelt. Sieht noch etwas komisch aus hier oben mit dem DC-DC-Wandler. Ja. Up and down ist das, glaube ich. Ja, Down-Wandler, ja, auf 12 Volt. Haben wir hier schon mal für die PV-Seite eine Sicherung. Anzeige von dem Wechselrichter hier unten. Und der zeigt momentan auch an. Oh, 55,1 Volt, 84 Watt verbrauchen wir gerade. Ja, hält sich also so ein bisschen mit der Spannung. Ja, vom Laderegler. Ja, da sieht man das jetzt nicht mehr live. Ja. Aber muss man auch nicht mehr. Man weiß auf jeden Fall, ist genug Spannung da. Und der Victron-Laderegler regelt. Ja, in diesem Sinne können wir uns jetzt erstmal ein bisschen um die Optik kümmern. Aber so im Ganzen würde ich schon mal sagen, kann sich jetzt sehen lassen. Ja, sieht auch gleich ein bisschen vernünftiger aus hier. Ja, alle ein bisschen ordneter und sortierter, wie sich das gehört. Ich würde hier trotzdem noch nachher mal um die Kabel schon eine kleine, ja, so ein Kabelrohr legen, damit das ein bisschen schicker aussieht. Auch das hier wird dann abgeschafft und das wird alles nochmal vernünftig verlegt. Auch dieses hier, ja, hängt dann hier nicht mehr so sinnlos rum, sondern ist dann hier ordentlich sauber verlegt, ja, damit wir hier langsam ein bisschen Ordnung in die Bude kriegen. Ne? In diesem Sinne war es das erstmal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.